Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Rezeptvideo der Reihe von veganen Rezepten. Nummer 2. Heute gibt es ein kurzes, schnelles Wrap für euch. Schnell zu den Werten. Und zwar hat das Ganze 60 Gramm Protein, 186 Gramm Kohlenhydrate und 50 Gramm Fett. Ungefähr dauert das Ganze 15 Minuten, also relativ fix geht das Ganze. Und wir legen auch direkt los. Was reinkommt und was ihr braucht, sind einmal Kidneybohnen, Paprika, Tomaten. Ihr könnt im Prinzip an Salat, Gemüse und so nehmen, was ihr wollt. Hummus, wir haben einmal zwei verschiedene, einmal Curry, einmal Pikant und Salat. Das Ganze ist super einfach. Die Paprika und die Kidneybohnen braten wir gleich einfach ein bisschen an, schneiden alles klein, streichen dann die Wraps mit dem Hummus und packen alles in die Wraps rein. Ihr könnt das Ganze im Prinzip würzen und reintun, was ihr wollt, solange es halt vegan ist. Ich habe jetzt Vollkorn-Wraps genommen, weil die auch noch zusätzlich einfach ein bisschen Eiweiß haben. Auf 100 Gramm haben die jetzt 9,2 Gramm Eiweiß. Das ist auch schon mal für so einen Wrap gar nicht so verkehrt. Und wir legen mal los. Tipp am Rande, Leute, ich räume immer schon während dem Kochen weiter auf, weil ich danach einfach, wenn ich gegessen habe, bin ich meistens so müde und habe gar keinen Bock mehr. Ja, das Ganze ist jetzt hier angebraten, Paprika und Kidneybohnen zusammen. Hier könnt ihr, wie gesagt, eigentlich alles Mögliche anbraten einfach. Und das nächste ist eigentlich nur noch, wir machen die Wraps fertig und schmieren das Wrap dann mit dem Hummus ein. Dann kommt Salat, Tomaten rein und dann letztendlich nur noch Kidneybohnen und die Paprika drüber. Und zum Schluss könnt ihr, wenn ihr möchtet, dann noch Soßen, irgendwas Scharfes. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, könnt ihr noch drüber machen. Und dann ist das Ganze schon ready. Das heißt, das ging jetzt wirklich schnell, auch viel schneller als das letzte Rezept. Ja, wir schmieren jetzt die Wraps ein, rollen die zusammen und dann melde ich mich zum Schluss nochmal. Okay, das war das Ganze auch schon. 15 Minuten braucht ihr ungefähr, um das Wrap fertig zu machen. Wenn ihr nochmal die Zutaten abchecken wollt, checkt am Anfang den kleinen Zettel ab, wo alle Zutaten drin stehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerne auch mal Rezeptvorschläge unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.